Also ich fände das schon ätzend. Es sieht gar nicht aus, als wäre hier ein Tunnel, weil da der Baum so davor steht. So, was gibt's hier? Gibt's irgendwas Neues? Wie sieht's aus? Onions. Keine Nomaden. So, ich schneck mal hier rüber. Guck mal, wie viel die hier angenommen haben, ja. Ja, ist schon ordentlich was, ne? Nicht? Ich habe ja gesagt, auch wenn wir noch Futter brauchen, können wir ja hier noch drüben, hier war ja noch so viel, also nicht hier unten, sondern hier oben. Eieiei, guck mal, da hat hier ganz viel. Das ist voll, das ist auch schon fast voll. Aber hier sieht man ja diese ganzen kleinen Büschchen hier. Ist auch ziemlich gut. Wie viel macht der denn? Ja, 136. Hier haben wir auch zwei Fischerhütten, die nicht benutzt werden. Ne, eine. So, erstmal hier den Farmer aufstocken. Entschuldigung. Was hier? Stone und Firewood. Ach, wie die alle hier am Wuseln sind, ist das schön. Angeln die erstmal hier nice. Sammeln die immer Pfeffer mit ein, verstehe ich überhaupt nicht. Ja, wenn sie unbedingt wollen, können sie direkt Pfeffer auf den Fisch streuen. So. Ach, die haben hier auch Firewood im Angebot. Das heißt, die Leute, die hier hinten wohnen, müssen nicht so ewig weit laufen. Hier ist auch Firewood gestort. Verstehe ich überhaupt nicht. Okay, hier ist der Pastor. Die Pastorin, die Mary. So, wie viele Studenten haben wir denn? 9. Wir hätten aber gerade mehr. Da können wir ja nochmal vielleicht ein Häuschen bauen. RR. E zum Drehen. So. Und hier, die haben ja eh nichts zu tun. Dann können die das ja mal eben machen. Mein Gott, meine Nase sitzt aber auch zu. Atme ich lieber durch den Mund so. Darth Vader mäßig. Popo Darth Vader, ich hätte mal wieder Bock, SWTOR zu spielen. Ist ja schon ziemlich cool. Ein bisschen schade, man kennt jetzt die Story natürlich schon. Obwohl, ich habe ja auch noch einen Jedi. Ich habe die Jedis habe ich noch nicht so weit durchgespielt. Ich habe halt bei den, ich sage ja immer gerne Siths. Die Siths habe ich ein bisschen durchgespielt. So. Haben wir schon alles hingeschleppt. Jetzt müssen die Bilder nur noch anfangen zu bilden. Da sind sie auch schon. Ist doch schön hier so. Umgeben von Tannen. Umgeben von Tannis. Wer will das schon? Will doch bestimmt keiner hinziehen. Ich war vor, da wäre so ein Sturm wie hier letzte Nacht. Nicht letzte Nacht, vor 4 Nächten. Oder so, keine Ahnung. Oh nein, das... Einer von den Bildern ist gestorben. Mary ist gestorben. Oh, weil sie ein Kind bekommen hat. Chariano. Mein Name ist Chariano. Und das ist meine Frau Permel. Hallo, ich bin die Permel. Wer nennt denn sein Kind schon Permel? Ach Gott, warte, Moment mal kurz. Kleiner Augenblick, geht gleich weiter. Kurzen Moment ruhig. So, willkommen zurück beim Rauschen. Ja, Permel. Oh, wie heißt sie denn, die süße kleine Permel? Das ist wie Sai, der findet das ziemlich witzig, dass ich, also bei uns im Ruhrgebiet, da sagt man halt, Bröckel.
Bröckel, vielleicht kennt ihr das. Also ich sage das jetzt zum Beispiel zum Katzenfutter. Das sind kleine Bröckel, so kleine Stücke halt, ne? Und dann lacht er sich immer total kaputt darüber, weil ich Bröckel sag. Und dann kommt er immer und betont das immer so richtig ätzend. Sagt immer so, iss deine Bröckel. Los, iss deine Bröckel, Jess. Ich kann das gar nicht nachmachen, der macht das viel witziger. Iss jetzt deine Bröckel. Das klingt echt so dumm. Hier sind nur 66 Pflaumen vorhanden. Hauptsache, wir haben 2800 Cabbage. Das meiste von unserem Essen ist Cabbage. Oh, meine Nase. Permel. Ich esse so gerne Ärmel. Oh, falsch rum. So, ein bisschen flacher. So, wohnt hier noch einer drin? Nö. Ist wahrscheinlich gestorben oder hier ist irgendwo einer gestorben. Weiß ich gar nicht. Hatten wir hier noch irgendwo ein Haus? Und welche sterben sollen hier, ne? Aber das dauert noch ein bisschen. Oh, hier ist auch einer, der vielleicht ausziehen will. Und hier ist vielleicht einer, der sterben will. Ich würde ja gerne den hier loswerden und den auch. Aber wie wir ja vorhin gemerkt haben, die wollen nicht so ganz verschwinden. Ich kann es ja nochmal versuchen. Ist er jetzt da hinten eingezogen? So. Zieht er jetzt wieder zurück oder sind andere mal schneller? Permel. Zieht ja jetzt keiner ein. Ist ja jetzt böse. Der Kuleta. Nee, ist jetzt wieder zurückgezogen, der alte Sack. Ja, also wenn der stirbt, werden wir auf jeden Fall genug Leute haben, die da, ne? Hier, guck mal, wir haben schon wieder 11 Blagen. Blagen sagt man ja auch. Letztens kam so ein Patient zu uns in die Klinik und fragte meine Chefin, na, wie geht's ihren Blagen? Und sie hat ihn nicht verstanden. Hat so, hä? Wer? Wen? Wen geht's wie? So ungefähr. Hat die nicht verstanden. Und ich musste so schmunzeln, weil ich das ja wusste, was Blagen sind. Oh, kann ich placed in this area? Hi Jess, was geht ab? Gut, dass ich meinen Kopfhörer... Ah, nimm mal deinen Hals aus meinem Kopfhörer, Kabel. Ist doch nicht schön, wird sich doch nicht hier strangulieren, mein Kleiner, ne? Oh, mein Kleiner. Oh. So, guck mal, ich zieh das jetzt einfach hier rüber, dann kann man auf jeden Fall mindestens noch zwei Häuser dahinstellen. Später vielleicht. Ich finde das hier auch ziemlich scheiße, braucht man ja hier eigentlich gar nicht. Mit 8 Feuerwut. 8 Feuerwut, ja. So. Woodcutters chop blocks into firewood. Echt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, komm mal hier, ein paar Nomaden bestimmt, bitte. Bestimmt, bitte. Ich habe extra hier so ein Obdachlosenheim für die gebaut. Falls ich nicht genug Häuser habe. Oh, mein Katerchen ist so schön weich. Wir brauchen noch ein paar Leute. Eigentlich ist das ja auch sinnlos, weil irgendwie kommt hier nicht wirklich viel Fisch an. Aber wenn die hier ernten, dann wäre es doch dämlich, wenn die immer hier hinten hinrennen müssen. Obwohl das hier ist immer 60% voll. 60% voll. So, wie sieht es denn bei dem hier hinten aus? Den sie am Lager ist auch zu 65% voll. So, dieses Haus wird spätestens im Winter gebaut. Wir haben ja jetzt schon einen späten Frühling. Man sieht, dass hier die Hirsche werden langsam erwachsen und alt und hier die Kleinen haben schon ein Geweih und so. Die gucken alle doof hin und her. Was? Wo? So, zoomen wir mal ein bisschen hier ran, hier so.
So, Katze, jetzt halte ich mal fest. Jetzt, guck mal, die hat da. Hat die es auf den Kopf getragen? Die sah nur so aus. Hält das nur so vors Gesicht. Stell dir mal vor, du wirst in so einer Mittelalterstadt geboren und dann bist du dein ganzes Leben lang so ein Holzhacker. Hackst einfach die ganze Zeit nur Holz. Oh, guck mal. Der will das hier abbauen. Und danach will der Farmer werden. Ist ein Farmer, wohnt auf dem Land und melkt Kühe und kriegt keine Frau. So, komm, zweites kriegen wir auch noch hin. Ich hoffe, die sind schlau genug. Hier, bekommt man schneller Kinder, ey. Was soll das denn? Bum, bum, bum. Sieht aber hübsch aus hier, finde ich. Mit dem Marktplatz und den Dingen dann direkt daneben. So, der da ist unser Bilder. Warte, halt. Oh, halt, das wollte ich nicht. Das da wollte ich. Er ist 17 Jahre alt und ist educated und, Darren Serry oder so heißt er. Und er baut richtig schnell dieses Haus auf. Ganz alleine, an einem Tag. So wie bei Minecraft ungefähr, wenn man sich so eine Kackbude baut. Nicht so wie bei Sims, wo man so 5 Tage braucht. Jetzt geht er erstmal was essen. Hoffentlich wohnt er hier in der Nähe. Winzer. Hi, ich bin Winzer. Hieß nicht so ein, nicht so ein Einhorn, wollte ich jetzt sagen. So ein Rentier vom Weihnachtsmann, Winzer oder Dinzer. Damals hatten wir so einen Patienten, der hieß auch mit Vorname Dinzer. Da habe ich auch immer gesagt, das klingt wie so ein Pferdename. Das ist mein Pony Dinzer. So, kommt er jetzt bald mal wieder hier, der kleine 17-Jährige. Da ist er. Da baut er das Haus schnell fertig. Komm, das kriegst du hin, Dinzer. Nee, der hieß ja nicht Dinzer. Dizzy, Giri, irgendwas. 91%. Erstmal ein bisschen hämmern. Dann nochmal ein bisschen hämmern. Nochmal da ein bisschen hämmern. Und da, ah nee, das war nicht richtig, muss man absägen. Da war auch nicht richtig. Und dann ist das Haus fertig. Jetzt verkloppt er erstmal die Straße. So, zieht hier einer ein. Ja, ein Fischermann und ein Student. Das ist, so eine Konstellation ist, glaube ich, ganz gut. Er ist ein bisschen älter als sie. Dann kann die Emilia noch ganz viele Kälbchen werfen. Klingt ein bisschen rabiat, aber ist halt so, ne? Nur Kälbchen. Wann kommen denn eigentlich Nomaden? Muss man da irgendwas für haben? Die Stadt muss bestimmt besonders groß und voll mit Reichtum sein. Aber jetzt mal so 20 Nomaden wäre doch eigentlich ziemlich cool. Dann hätten wir hier genug und, können hier auch hier Stonecutter alle vollhauen. Fände ich jetzt so nicht schlecht. Ob was mit dem Essen hinhaut, weiß ich jetzt natürlich nicht. Müsste man dann gucken. Der Markt funktioniert anscheinend ganz gut. So, jetzt tragen die hier auch ein bisschen Scheiß weg. Und alle sind wieder beschäftigt mit der Ernte. Wie sieht es hier aus? Die ernten die auch schon? Entschuldigung. Rock. Weiß ich nicht, steht da jetzt nicht. So, wie sieht's denn aus? Irgendwo alte Leute. Was ist das? 23, ach. Wir sind die neu eingezogen. Sieht so aus, ne? 23 und 15. Habe ich bestimmt gerade schon gesehen.
Achso, hier sind welche zusammengezogen. Ein 63-Jähriger mit einer 81-Jährigen. Und da ist noch ein 20-Jähriger mit bei. Warum nicht? Da ist der Darenzer. Warum ist der denn jetzt auf einmal Fisherman geworden? Wer ist denn dann Bilder? Briano. Briano's Bilder. Briano's Picking Up Resources. Dann singt man nicht Alejandro, Alejandro. Singt man Briano, Briano. Oh Briano, zeig mir dein Fernando. Passt keiner auswärts, bestimmt toll. Ist ja nicht schlimm. Vielleicht können wir hier auch eine Schule hinbauen oder ein Lager oder irgendwas, was wir brauchen. So, die tragen hier alle fleißig weg. Das ist sehr schön. Wo rennt der denn damit hin? Der da. So gesehen, hat das da genommen, ist dann hier zum Haus gelaufen. Hat er hier irgendwie was abgeladen. Die Dorfbewohner scheinen auf jeden Fall mächtig auf Fisch zu stehen. Jeder hat Fisch im Haus. Warum haben die alle so komische Namen? Ambrosendo. Wie ist das Kind? Wie die da? Kätchen. Mörtein. Immer war ein bisschen übertrieben viel im Haus, ne? Aber wir haben ja auch ziemlich viel Futter. Das gefällt mir doch sehr. So sieht es ja aus mit dem Haus. Guck mal, auch 10 Kinder, 10 Studenten. Wird doch langsam, denke ich. Wenn ich denke, ist das nie ein gutes Zeichen, denke ich. Bedummt. Wie sieht aus? Kann man hier vielleicht so einen kleinen... So. Kann man ja mal machen, ne? Bleibt aber erstmal unbesiedelt, weil sonst brauchen wir zu viele Bauern. Statt jetzt hier 2 Häuser reinzubauen und links und rechts voll mega viel Platz zu lassen, kann man es ja auch mal so machen. So. Briano getting something to eat. Follow, follow. Wir beobachten ihn jetzt. Briano läuft durch den Tunnel. Briano kommt aus dem Tunnel. Briano wohnt hier direkt. Ja, der wohnt hier. Was macht er jetzt? He's gathering food. Du sollst bilden. Halt. Geht er erstmal da hinten Essen sammeln für seine Familie. Ach, guck mal, in der Zwischenzeit haben wir schon wieder 2 neue bekommen. Da können wir vielleicht doch hier diesen Orchard aufmachen. Und Plums anbauen. Naja, ich mache hier gleich. Da brauchen wir nur einen für. Warte dann. Warte. Work einstellen. Genau, das Lager hatte ich mir schon gedacht, ist fast leer. Der Guelfe. Bilder und ein Student. Genau die richtige Kombi. So. Guck mal, hier ein Forester ist wieder weg. Und dann mache ich das Ding hier auf. So. Und dann haben wir wieder alle verteilt. Bevor ich jetzt noch mehr Felder oder so einen Scheiß baue, da mache ich nächstes Mal erstmal... Hier oben haben wir noch was und dann haben wir hier oben haben wir noch eine Fischerhütte und einen Steinbruch und unmöglich sind die hier oben. Statt die mal, wenn die was fressen gehen, dann auf dem Weg was mitnehmen, Tier abladen oder so. Nö. Aber ist ja alles nicht schlimm. Die sind das ja gewohnt. Wir sollten vielleicht bald hier nur einen zweiten einstellen.
Aber das alles werden wir dann in der nächsten Folge tun. Ich verabschiede mich von euch und freue mich auf die nächste Folge. Tschüss.